Es wird zu viel geredet. Wollte ich nur mal so, um euch runterzuziehen. Stille ist was Wunderbares. Es wird zu viel geredet und zu viel Müll. Das macht schwermütig. Das ist so. Ich gehe praktisch gar nicht mehr raus. Gehe noch in die Kneipe und heim. Über die Kneipe wird auch zu viel geredet. Und was da geredet wird. Boah. Das ist mein Kneipenkumpel, das ist nicht irgendwer, das ist einer meiner besten Freunde, Erwin. Der redet seit Wochen, nur als Beispiel, der redet nur noch davon, dass er nicht auf die goldene Hochzeit seiner Eltern will. Das ist doch kein Thema. Wochenlang. Und er spricht nicht Deutsch, sondern je länger der Abend dauert, so Biersprache. Ja. Ich will da nicht hin. Stell dir mal vor, 50 Jahre verheiratet, ich will da nicht hin. Stell dir mal vor, und ich muss mir das dann vorstellen. Ich komme da nicht raus. Ich erinnere mich dann an die Silberhochzeit meiner Eltern und nach dem vierten Schnaps sagte mein Vater auch, stell dir mal vor. Und dann sagte er noch, wenn ich sie damals erschlagen hätte, wäre ich jetzt schon wieder auf freiem Fuß. Er lachte nicht. Und Erwin sagte, ich will da nicht hin. Kannst du nicht für mich gehen? Kann ich nicht, weil ich genau an dem Termin zu Freunden soll, zum Essen. Dabei tue ich mich zunehmend schwer, anderen Menschen beim Essen zuzuschauen. Das ist fast schlimmer als reden. Gerade dieses neureiche Gourmet-Getue beim Essen. Dieses, oh, lecker. Ich stelle mir dann immer vor, was mit dem Essen passiert, wenn es im Schlund verschwunden ist. Wie es so eingespeichelt wird und zermahlen und runtergesogen in die Magenpampe und oben. Oh, lecker, ich halte es nicht aus. Vielleicht sollte ich wirklich mit Erwin tauschen. Also er schaut meinen Freunden beim Essen zu und ich seinen Eltern beim Sterben. Wobei die vorher essen. Und reden, du kannst echt depressiv werden. In Deutschland, das habe ich in der Zeitung gelesen, versucht alle 3 Minuten jemand sich das Leben zu nehmen und es gibt Gründe. Und alle 47 Minuten schafft es jemand, statistisch erwiesen, das ist viel. Das ist noch ein Grund mehr, nicht rauszugehen. Alle 47 Minuten, seit ich das weiß, habe ich Angst. Wenn ich hier durch die Stadt laufe, ich habe reziproke Höhenangst. Ich habe immer die ganze Zeit Furcht, dass ein Selbstmörder genau auf mir landet. Das wäre Totschlag dann. Ich habe Angst, ich habe auch Zugangst vor diesem Holpern, diesem abrupten Bremsen und alle schauen auf die Uhr, ah ja, wieder 47 Minuten um. Das ist nicht lustig. Das heißt, wenn der Zug mal fährt überhaupt und kein Streik ist oder so. Da hat sich keiner Gedanken gemacht, was so ein Bahnstreik für all die Selbstmörder bedeutet. Die stehen da am Gleis, erst einer, dann 3, dann 9. Ah, auch hier? Ja, ja, das wird heute nichts mehr. Die können gar nicht planen. Das Essen ist schon total bald bei den Freunden, wo ich da hin muss. Ich gehe da immer wieder hin, obwohl ich weiß, wie es läuft. Dass die Schuhe vor der Tür ausziehen und dann muss man die Wohnungseinrichtung bewundern. Dann muss man essen, essen und reden und zum Rauchen auf dem Balkon. Apropos Essen und Rauchen, das habe ich auch gelesen. Im 19. Jahrhundert ließ man sich gegen Blähungen Tabakquallen in den After pusten. Es gab sogar Leute, die das professionell taten. Vielleicht sollte ich umschulen. Nein! Kann man wieder reden, kurze Gespräche, was machst du so beruflich? Ist ja auch egal. Jetzt haben wir es eh bald mit der Zeit. Sind wir bald vorbei. In der Kneipe, wo ich mit dem Erwin bin, das ist gut. Da haben die jetzt so, wie hier, so einen Fernseher über den Tresen. Das ist super. Seitdem reden alle weniger. Obwohl der ohne Ton läuft. Das ist spitze. Das ist Therapie. Da läuft so eine endlos DVD von der letzten WM. Im Schwimmen. Und das ist gut. Leuten beim Schwimmen zuschauen ist viel besser als beim Essen. Und ohne Tonfernsehen ist eh besser.
wenn man es dann kann, auch noch ohne Bild. Das wäre mein Traum. Ich verabschiede mich mit einer Frage. Wenn beim Synchronschwimmen ein Schwimmer ertrinkt, was machen dann die anderen? Tschüss.